Gut. Wir kommen nun zum Traktandum 1, Traktandenliste und Genehmigung der Protokolle. Es liegen keine Änderungsanträge zur Traktandenliste und zu den Protokollen vom 30. August vor. 2.1 Genehmigung einer Kantonsratsersatzwahl in der Einwohnergemeinde Baar, Vorlage 2171.1 von der Regierung. Wir befinden gemäß § 58 Absatz 1 des Gesetzes über Wahlen und Abstimmungen über die Ersatzwahl von Gabriela Beita Dosenbach für den per Ende August abgetretenen Kantonsrat Thomas Aeschi. Gabriele Beita Dosenbach ist im Saal anwesend. Gibt es einen anderslautenden Antrag als denjenigen des Regierungsrates? Das ist nicht der Fall. Damit haben Sie die Ersatzwahl von Gabriele Beita Dosenbach genehmigt. Herzliche Gratulation an Gabriela Beita Dosenbach. Kollegin Gabriela Beita tritt ihr Amt sofort an. Und sie wünscht die Ablegung des Eides. Gabriela Beita Dosenbach möchte den Eid ablegen. Ich bitte Sie, nach vorn zu treten. Und ich bitte den Landschreiber, die Eidesformen vorzulesen und den Kantonsrat, sich zu erheben. Ich schwöre, die Verfassung und die Gesetze des Bundes und des Kantons getreu zu befolgen, die Rechte und Freiheiten des Volkes zu achten und zu schützen, die Ehre und Wohlfahrt des Kantons zu fördern und überhaupt allen amtlichen Pflichten so nachzukommen, dass ich es vor Gott verantworten kann. Ich schwöre. Vielen Dank und herzlich willkommen in unserem Rat. Ich wünsche Ihnen, Frau Kollegin Beita Dosenbach, viel Energie und Befriedigung bei diesem politischen Amt zum Wohle unseres Kantons. Wir kommen zu den Überweisungen parlamentarischer Vorstöße und allfälliger Eingaben. Interpellation von Karin Andermatten und Anna Bieri betreffend Nutzung der Geothermie im Kanton Zug vom 3. September, Vorlage 2179.1. Überweisung an den Regierungsrat zur Beantwortung. Dann Interpellation von Thomas Werner betreffend Verteilung und Unterbringung der Asylanten im Kanton Zug vom 13. September, Vorlage 2181.1, Überweisung auch hier an den Regierungsrat zur Beantwortung. Dann kommen wir zu den Kommissionsbestellungen, Traktandum 4.4.1, Ersatzwahl in eine Kommission des Kantonsrates mit Mitglied der Konkordatskommission als Ersatz für den verstorbenen Kantonsrat Werner Filliger schlägt die SVP-Fraktion Kantonsrätin Gabriela Beita Dosenbach vor. Sie sind damit einverstanden. 4.2, wir kommen zur Änderung des Planungs- und Baugesetzes, Vorlage 2176.1 und 2 vom Regierungsrat, Überweisung an die Raumplanungskommission. 4.3, Kantonsratsbeschluss betreffend Objektkredit für Planung und Realisierung der Aufstockung und des Umbaus von Trakt 1 des Gewerblich-Industriellen Bildungszentrums, des GIPS, für das kombinierte Brückenangebot und zweitens Kantonsratsbeschluss betreffend Objektkredit für Planung und Realisierung von Trakt 5 als Erweiterungsneubau für das Gewerblich-Industrielle Bildungszentrum Zug. Die Vorlage ist Nummer 2177.1, 2 und 3. Überweisung an die Kommission für Hochbauten. Ich gebe Kantonsrat Pfister das Wort.
Frau Kantonsratspräsidentin, geschätzte Damen und Herren der Regierung, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Ich stelle den Antrag, dass dieses Geschäft auch an die Bildungskommission überwiesen wird. Beim Bau von Schulhäusern geht es um mehr als nur um den Bau von fehlenden Räumen. Bildungspolitische Fragestellungen sind von mindestens ebenso großer Bedeutung wie hochbaupolitische Überlegungen. Das kann nach den Erfahrungen der letzten Jahre mit Schulhausbauten im Kanton Zug doch eigentlich nicht mehr ernsthaft in Frage gestellt werden. Die beiden vorliegenden Kantonsratsbeschlüsse für Objektkredite am gewerblich-industriellen Berufs- und Bildungszentrum GEBZ müssen deshalb aus meiner Sicht auch von der Bildungskommission beraten werden. Es mag für Verwaltung und Regierungsräte zuweilen etwas lästig sein, Hochbauten im Bildungsbereich auch bildungspolitisch zu hinterfragen und das gleiche Geschäft in mehreren Kommissionen zu beraten. Die bildungspolitische Sicht, der Bedarfsnachweis, die Überprüfung der inhaltlichen Pläne eines Schulhausbaus sind aber geradezu Voraussetzung für die Beurteilung des Baus durch die Spezialisten in der Hochbaukommission. Diese Arbeitsteilung entspricht der bewährten Praxis, vergleichbar mit der unbeschrittenen Praxis, die finanziellen Fragen immer auch von der Staviko zu prüfen. Ich beantrage Ihnen deshalb, die Vorlage 2177 auch in die Bildungskommission zu überweisen. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wir stimmen ab. Oliver Wandfloh, bitte. Sehr geehrte Kantonsratspräsidentin, geehrter Regierungsrat, Regierungsrätin, Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Ich habe gerne Senf, finde es aber komplett überflüssig, dass jeder und jede zu allem und jedem seinen Senf dazugeben will. Der Bedarf und die Notwendigkeit dieser Vorlage sind ausgewiesen. Auch die Teilnehmer des Standortworkshops beantragen in diesem Fall die Fortsetzung des parlamentarischen Verfahrens. Ich sehe überhaupt keine Notwendigkeit, die Bildungskommission, der ich übrigens genauso angehöre, wie der Hochbaukommission hinzuzuziehen. Es handelt sich hier vorwiegend um ein Bauvorhaben. Wir müssen nicht händeringend um eine Beschäftigung für die Bildungskommission suchen. Darum irritiert es mich auch sehr, dass diese Vorlage an der nächsten Sitzung der Bildungskommission bereits traktandiert ist. Obwohl wir hier jetzt erst darüber beraten, ob es auch an die Bildungskommission überwiesen werden soll. Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Moritz Schmid, bitte. Geschätzte Frau Kantonsratspräsidentin, geschätzte Damen und Herren der Regierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Gäste. Ich bin überrascht über den Antrag. Habe ich doch als Doyen der Fraktionschefin, allen Fraktionschefin, meine Vorschläge für die Kommissionsbestellungen zugeschickt. Vier Fraktionschefen haben mir zurückgemeldet, dass sie mit dem Vorschlag Hochbaukommission einverstanden sind. Ich bin der Meinung, die Hochbaukommission, die angegliedert ist an die Baudirektion, ist wohl im Stand, mit der Volkswirtschaftsdirektion das Raumprogramm für das GIPS bereitzustellen und in der Hochbaukommission zu behandeln. Überrascht bin ich, wenn ich heute Morgen von Oliver Wandfluh die Einladung für die Bildungskommission sehe, die am 8. November vorgesehen ist. Keiner hat gewusst, außer vielleicht Stefan Giesler, dass ein solcher Antrag kommt. Darum bitte ich Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, den Antrag überweisen an die Bildungskommission zurückzuweisen. In der SVP-Fraktion haben wir das behandelt, weil ich das Gesuch am Montagvormittag noch gesehen habe und haben einstimmig für Nichtüberweisen an die Bildungskommission beschlossen. Dieser Antrag für die Kommissionsbestellung Bildungskommission, diese Einladung, finde ich weit daneben. Danke vielmals. Vielen Dank. Weitere
Anna Lustenberger. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, werte Mitglieder des Regierungsrates, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hier drin einmal der Bildungskommission zugestimmt hat. So wie ich mich erinnere, war eigentlich auch damals die SVP dafür. Aber was ich weiß, ich war damals dagegen. Ich weiß nicht mehr, wie meine Fraktion entschieden hat, aber ich glaube, sie war auch mehrheitlich dagegen. Und zwar genau aus diesen Gründen. Jetzt sind wir an diesem Punkt. Wer beratet diese Geschäfte? Vorher war das meistens eine Ad-hoc-Kommission. Dabei waren dann oft der Bildungsdirektor und auch Leute aus dem Hochbau. Das hat gut geklappt. Jetzt haben Sie der Bildungskommission zugestimmt, man hat sie eingeführt und es ist ein Thema, das Bauen und Bildung wirklich beide betrifft. Daher bitte ich Sie, diesen Antrag von Martin Pfister aufrechtzuerhalten, diesem zustimmen, genauso wie Sie einmal der Gründung einer Bildungskommission zugestimmt haben. Ich danke Ihnen. Jetzt sind keine weiteren Wortmeldungen und der Regierung gebe ich das Wort nicht zu diesem Thema. Wir kommen also zur Abstimmung. Ins erste Meer kommt der Antrag, wer dieses Geschäft auch an die Bildungskommission geben möchte, also dass zwei Kommissionen beraten, beziehungsweise drei, der stimme jetzt. Und wer es an die Hochbaukommission und selbstverständlich nachher an die Staviko überweisen will, der stimme jetzt. Sie haben mit 27 zu 42 Stimmen sich dafür entschieden, dass die Hochbaukommission und die Staviko beraten. Wir fahren weiter mit Traktandum 444, Verfassungsinitiative betreffend Ja zur Personenwahl, Majorzinitiative, Vorlage 2169.1 der Regierung und 45 Teilrevision der Verfassung des Kantons Zug, Kantonsverfassung vom 31. Januar 1984 sowie des Gesetzes über die Wahlen und Abstimmungen, Wahl- und Abstimmungsgesetz, das sogenannte WAG, Vorlagen 2170.1, 2, 3 und 4 der Regierung. Die SP-Fraktion ersucht darum, anstelle von Barbara Gisel neu Alois Gössi in diese beiden Kommissionen zu wählen. Sind Sie damit einverstanden? Ihrem Stillschweigen nach entnehme ich Zustimmung. Jetzt kommen wir zu Traktandum 5, Kantonsratsbeschluss betreffend Beiträge des Kantons an die Veranstalter von Grossanlässen für die Kosten von Extrabussen und Extrazügen.
Vorlage 2150.1 und 2 der Regierung, Punkt 3 der Kommission und Punkt 4 der Staviko. Zuständig ist die Volkswirtschaftsdirektion. Es liegen nebst dem Antrag des Regierungsrates vor, der Antrag der Kommission für den öffentlichen Verkehr auf Eintreten und Zustimmung mit einer Änderung, der Antrag der Staviko auf Eintreten und Zustimmung mit einer Änderung. Wir kommen zur Eintretensdebatte und ich gebe zuerst dem Kommissionspräsidenten Daniel Eichenberger das Wort. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, geschätzte Damen und Herren des Regierungs- und Kantonsrates, werte Gäste. Am 25. Juni 2012 hat die Kommission für den öffentlichen Verkehr über diese Lex EVZ beraten. Aus streng liberaler Sicht wären wohl gewisse Zweifel angebracht, ob der Kanton sich an der Finanzierung von Extra- bzw. Zusatzbussen im Rahmen von kommerziellen Großveranstaltungen beteiligen solle. Dennoch waren sich alle Anwesenden einig, dass die bisherigen Erfahrungen durchwegs sehr positiv seien und vor allem von der sportbegeisterten Zuger Bevölkerung, insbesondere von Familien, das Angebot von Extrakursen nach EVZ-Spielen sehr geschätzt wird. Deshalb wurde einstimmig Eintreten beschlossen. So lautet der Antrag der Kommission. Gut, kurz und knapp. Dann fahren wir weiter mit dem Präsidenten der Staviko. Wünscht er das Wort? Ich verweise auf den Bericht, die Staviko beantragt Eintreten und Zustimmung mit zwei kleinen Ergänzungen. Vielen Dank. Wir fahren weiter mit den Fraktionssprechenden, mit der kleinsten Fraktion, Kantonsrat Sari Zaferi, bitte. Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin, geschätzte Dame und Herren Regierung, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Barer, Schülerinnen und Schüler. Es ist absolut sinnvoll, wenn unsere Bevölkerung für den Besuch einer Großveranstaltung den öffentlichen Verkehr benutzt, sei dies aus verkehrstechnischen oder auch ökologischen Gründen. Daher hat die SP-Fraktion absolut Verständnis dafür, wenn Veranstalter für ihr ÖV-Angebot unterstützt werden. Denn unsere Bevölkerung hat einen Mehrwert davon. Veranstalter von gesellschaftlichen Anlässen wie dem Zuger Seefest oder dem Rock the Ducks, an welchem viele ehrenamtliche Vereine mitwirken, werden zu Recht mit Beiträgen aus dem Lotteriefonds unterstützt. Auch der EVZ bietet seit mehreren Jahren ein solches ÖV-Angebot an. Nach dem Spiel können die Fans bekanntlich mit dem Eintrittsticket gratis nach Hause fahren. Bis und mit Saison 09/10 wurden diese Kosten von den Zugergemeinden sowie den umliegenden Nachbarsgemeinden Art, Sins und Küsnacht übernommen. Seither finanziert es der EVZ selber. Nun soll der Kanton dieses ÖV-Angebot finanziell mit unterstützen. Und es ist völlig unbestritten, dass dieses Angebot viele Vorteile bringt. Zu den verkehrstechnischen sowie ökologischen Vorteilen kommt nämlich hinzu, dass die Sicherheit erhöht wird, wenn die Gäste nach emotional geladenen Sportspektakeln so rasch wie möglich im umliegenden Gebiet verteilt werden. Daher hat die SP Verständnis, wenn der Kanton 40% der Kosten für dieses ÖV-Angebot übernimmt. Jedoch dürfen wir, werte Kolleginnen und Kollegen, nicht aus dem Auge verlieren, dass wir mit einem solchen Beitrag indirekt eine Firma, nämlich die EVZ Sport AG, unterstützen. Und es ist gleichzeitig auch eine Firma, welche sich in letzter Zeit lautstark darüber beschwert hat, einen höheren Anteil der Sicherheitskosten für ihre Heimspiele zu übernehmen. Das lassen wir uns nicht gefallen, sagte EVZ-Verwaltungsrat Adrian Risi Ende Februar zu mehreren Medien, als wir, meine Damen und Herren,
das neue Polizeiorganisationsgesetz verabschiedet hatten, welches nun dem EVZ 60% der Sicherheitskosten überwindet. Mit einer angekündigten Initiative will die EVZ Sport AG zusammen mit 9 weiteren Vereinen eine Grundversorgung von 24 Einsatzkräften erreichen. Inwieweit die dafür notwendigen Unterschriften gesammelt wurden, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Würde die Initiative dann einmal angenommen, subventioniert der Steuerzahler indirekt erneut die EVZ Sport AG. Schreibt der EVZ Gewinne, wenn ein Spieler für einen hohen Betrag an einen anderen Verein verkauft wird oder ein finanzkräftiger Sponsor wie beispielsweise Novartis an den Land gezogen wird, profitiert ja nicht der Kanton, sondern letztendlich auch die Aktionäre der EVZ Sport AG. Um nicht einen einzigen profitorientierten Verein oder eben eine Firma zu bevorzugen, wollte die SP-Fraktion, dass der Kanton grundsätzlich 40% der Kosten für das ÖV-Angebot an Grossanlässen mit über 1000 Menschen übernimmt. Somit wären auch Anlässe, welche von verschiedenen ehrenamtlichen Vereinen getragen werden, eingeschlossen gewesen. Regierungsrat Matthias Michel hat uns allerdings aufgezeigt, dass dies zu einer Verschlechterung für nicht kommerzielle Veranstaltungen führen würde. Diese können nämlich gut über den Lotteriefonds bedient werden, da dieser genügend dotiert sei. Das bestellte Zusatzangebot an Bussen wird in der Regel zu 100% vergütet. Würden wir die nicht kommerziellen Anlässe unter den KRW stellen, dann würde ihre Vergütung nur 40% betragen. Deshalb wird die SP-Fraktion auf die Vorlage eintreten und ihr zustimmen, wenn auch mit Bedenken. Vielen Dank. Jetzt gebe ich der AGF das Wort. Kantonsrätin Anna Lustenberger-Seitz spricht. Geschätzte Frau Kantonsratspräsidentin, werte Damen und Herren, liebe Gäste. Der Titel dieser Gesetzesvorlage müsste eigentlich heißen Kantonsratsbeschluss betreffend Beiträge des Kantons an den EVZ. Denn es profitiert nur der EVZ. Für mich wäre dies ehrlicher. Aber allenfalls können dann bereits Zweifel aufkommen, ob diese Mitfinanzierung wirklich ganz korrekt ist. Trotzdem, die Mehrheit der grünen alternativen Fraktion wird eintreten und wird diesem Beschluss mehrheitlich zustimmen. Und zwar aus ganz einfachen Gründen. Wir finden diesen Busbahnhof eine gute Sache. Kinder, Jugendliche und Erwachsene kommen so auf direktem Weg wieder nach Hause. Das Angebot ist umweltfreundlich, es entlastet das Hertie-Quartier, die Stadt Zug, da es von vielen Matchbesucher und Besucherinnen genutzt wird. Es gibt aber einige Gründe, die auch dagegen sprechen. Der EVZ könnte die ganzen Kosten selber finanzieren. Das machen auch andere Clubs, zum Beispiel der SZB. Dort sind Hin- und Rückfahrt im Ticket inbegriffen. Der Club übernimmt die Kosten zu 100%. Der EVZ hat genug Geld. Immerhin kann er sich leisten, 2 Lockout-Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga einzustellen, Versicherungssummen zwischen 50 und 100.000 Franken pro Monat. Der Busbahnhof bringt auch mehr an Zuschauer, also mehr Einnahmen. Wir wissen immer noch nicht zu 100%, ob der Eishockey-Club die Initiative betreffend Polizeikosten zurückzieht. Man hört es zwar munkeln, aber wir haben es noch nirgends schriftlich. Muss der Staat wirklich der Privatwirtschaft unter die Arme greifen? Das Argument, der Staat soll sich nicht einmischen, hören wir immer wieder. Aber genau auch darum kann eine Mehrheit von uns diesen 40% der Übernahme durch unseren Kanton zustimmen. Es zeigt nämlich auf,
wie private und öffentliche Hand gemeinsam etwas im Interesse der Öffentlichkeit erreichen können. Zum Schluss erinnern wir uns doch auch bei anderen solchen Gelegenheiten an dieses Beispiel. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Für die SVP spricht Kantonsrat Daniel Eichenberger. Ja, geschätzte Anwesende, im Bemühen um Kürze habe ich vorhin vergessen, dass ich das Votum der SVP zum Eintreten auch gleich hätte halten können. Ich halte mich aber auch hier wieder kurz. Die SVP ist traditionell positiv gegenüber Anliegen des Sports und dessen Trägern eingestellt, im Übrigen auch gegenüber anderen Großanlässen mit kommerziellem Charakter. Unsere Fraktion ist für Eintreten und folgt daher den Anträgen der beiden Kommissionen und hofft natürlich, dass dieser Entscheid vielleicht auch die sportlichen Leistungen und das Wettkampfglück des EVZ beflügeln möge, damit auch in Zukunft die Zugerinnen und Zuger in Scharen die entsprechenden Zusatzangebote des öffentlichen Verkehrs nutzen werden. Besten Dank. Vielen Dank. Für die FDP spricht Kantonsrat Philipp Gamenisch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren der Regierung, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste aus Baar. Gleich vorweg, ich bin glücklich, im Namen der FDP mitteilen zu können, dass sowohl Eintreten auf die Vorlagen und deren Annahme unbestritten sind. Die FDP-Fraktion stimmt dem Antrag der Kommission einstimmig und vorbehaltlos zu. Gleiches gilt für den Antrag der Stavico. Mittlerweile wurde auch bekannt, dass sich die Lage rund um die verrechneten Polizeikosten und um die geplante Gesetzesinitiative im gleichen Kontext entspannt. Ich verweise hier auf die Mitteilung der Regierung an die Fraktionen, aus welcher hervorgeht, dass mit der Revision der Kostenersatzverordnung die Stundenansätze für die polizeilichen Leistungen im Sinne der Gemeinden und Veranstalter reduziert wurden. Zudem soll seitens der Initianten auf die Einreichung einer in ähnliche Richtung zielenden Gesetzesinitiative verzichtet werden. Wir haben es gehört. Auf die zweite Lesung hin werden wir auch dies definitiv wissen. Alles in allem eine positive Entwicklung, meine Damen und Herren. Es scheint mir uns noch wichtig, gerade die explizite Ausrichtung dieses Gesetzes auf kommerzielle Anlässe ist ein zentrales Merkmal. Damit sollen bisherige Beitragsmodi für nicht kommerzielle Großanlässe nicht schlechter als bisher gestellt werden. Zarit Zaferi hat da ausführlich bereits referiert. Ich wiederhole mich nicht. Im Übrigen unterstützen wir, wie eingangs erwähnt, den Stavico-Antrag in Bezug auf § 1 Absatz 3. Die Botschaft ist klar. Davon ausgehend, dass sich die Ratsmehrheit analog der FDP positiv ausspricht, danke ich Ihnen im Voraus. Für die CVP spricht Kantonsrat Martin Pfister. Geschätzte Damen und Herren, die CVP-Fraktion teilt die Überlegungen des Regierungsrates, der Kommission für öffentlichen Verkehr und der Stavico zur Vorlage 2150. Wir unterstützen grundsätzlich den vorgeschlagenen Kantonsratsbeschluss mit den von Stavico und Kommission beantragten Ergänzungen in § 1. Bekanntlich steht dieser Beschluss im Kontext der Einführung des neuen Vergütungssystems für Sicherheitsdienstleistungen des Kantons, das wir vor fast genau einem Jahr verabschiedet haben. 5 Mitglieder der damaligen vorberatenden Kommission wollten dem EVZ mit ihrer Motion eine Brücke zur Akzeptanz der neuen Regelung bieten. Während den Kommissionsberatungen gingen wir noch davon aus, die Gemeinden würden sich weiterhin an den Kosten des Busbahnhofs beteiligen, was noch vor der Schlussabstimmung sich als falsch erwies. Selbstverständlich hätten wir diese Motion nicht eingereicht, wenn wir nicht auch vom Nutzen des kostenlosen Busbahnhofs nach EVZ-Spielen überzeugt gewesen wären. Was geschah in der Folge? Zweifellos muss man die großen Anstrengungen des EVZ bei der Verbesserung der Sicherheit in und um das Stadion anerkennen.
Anstatt sich aber über die Reduktion der Sicherheitskosten von 100%, wie es das alte Gesetz vorsah, auf 60% zu freuen, focht die Führungsetage des Zuger Eishockey-Clubs mit der Zuger Polizei und der Sicherheitsdirektion einen juristischen Kleinkrieg um Aufgebote und Entschädigungen aus. Mit der Lancierung einer Volksinitiative und einer mehr oder weniger offenen Diffamierung der kantonalen Verantwortlichen bei Fans in der Öffentlichkeit glaubte man, dem Fünfer und das Weckli zu gewinnen. Der EVZ riskiert mit seinem Verhalten allerdings nun beides zu verlieren. Die CVP-Fraktion kann diesem Kantonsratsbeschluss in der Schlussabstimmung nur zustimmen, wenn der EVZ vorher alle bisherigen Rechnungen des Kantons für die Sicherheitsleistungen bezahlt hat, alle Beschwerden gegen den Kanton erledigt sind und der Verein bzw. das entsprechende Komitee öffentlich erklärt hat, auf die Einreichung der angekündigten Initiative zu verzichten. Da in der zweiten Lesung nur noch über schriftlich eingereichte Anträge beraten werden kann und der Regierungsrat vor der Schlussabstimmung somit keine Möglichkeit hat, von sich aus über die Bereinigung der Streitpunkte mit dem EVZ zu berichten, stellen wir hiermit folgenden Antrag. Der Regierungsrat erstattet dem Kantonsrat vor der zweiten Lesung der Kantonsratsvorlage 2150 schriftlich Bericht über offene Rechnungen und Beschwerden des EVZ im Zusammenhang mit den Sicherheitsdienstleistungen des Kantons an EVZ-Spielen und über einen allfälligen Verzicht auf die Einreichung einer Volksinitiative für eine Revision des Polizeiorganisationsgesetzes, die eine Reduktion der Entschädigung von polizeilichen Leistungen zur Folge hätte. Die Antworten, die uns der Regierungsrat dann gibt, sind eine wesentliche Grundlage für den Entscheid der CVP-Fraktion, diesem Kantonsratsbeschluss zuzustimmen oder ihn dann eben abzulehnen. Ich bitte Sie deshalb, unseren Antrag gut zu heißen, zu unterstützen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen von Einzelsprechern? Ich gebe da Daniel Stadlin das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Regierungsrätin und Regierungsräte, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Als Mitunterzeichner der entsprechenden Motion begrüße ich die vom Regierungsrat ausgearbeitete Vorlage. Dass es dabei vor allem um die Anlässe des EVC geht, ist naheliegend. Nicht kommerzielle Anlässe, Großanlässe werden ja bereits aus dem Lotteriefonds mitfinanziert. Das zusätzliche Busangebot des EVZ bildet zwar keine Sicherheitsmaßnahme gemäß Polizeiorganisationsgesetz. Nach Heimspielen die Matchbesucher mit Extrabussen und Extrazügen nach Hause zu befördern, liegt aber gleichwohl im öffentlichen Interesse, erhöht diese Maßnahme doch ebenfalls die Sicherheit rund ums Stadion. Daher ist es zweifellos sinnvoll, die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln bei EVZ-Spielen durch den Kanton zu fördern und im gleichen Umfang wie bei den eigentlichen Sicherheitsmaßnahmen finanziell zu unterstützen. Die GEP wird der Vorlage in der ergänzten Fassung zustimmen. Vielen Dank. Gibt es weiter Einzelsprechende? Kantonsrat Brunner, bitte. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kolleginnen, ich habe gedacht, bei diesem Geschäft seien sich jetzt alle einigermaßen einig, zwar ein paar privatwirtschaftliche Kritik von der linken Seite, aber doch ein großes Wohlwollen gegenüber dem EVZ. Der Punkt ist, der Fraktionschef der CVP stellt hier jetzt doch Forderungen in den Raum, wo ich finde, wir sollten hier nicht in einen Kleinkrieg mit dem EVZ übergehen. Es liegt jetzt eine Vorlage vor. Ich finde, Regierungsrat Villiger ist doch in der Lage,
hier einen Konsens zu finden mit diesem EVZ, und wir sollten doch jetzt nicht hier Abhängigkeiten schaffen, und wenn ihr das nicht macht, dann machen wir das nicht und so weiter. Ich finde, das artet ein bisschen in einen unsympathischen Kleinkrieg. Es ist richtig, dass der EVZ sich wahrscheinlich nicht besonders glücklich verhalten hat, aber hier geht es jetzt um eine Maßnahme, auch zur Popularisierung übrigens des öffentlichen Verkehrs bei der Jugend. Also das finde ich auch noch wichtig. Ich habe in der Kommission auch zugestimmt, diesem Vorschlag. Ich glaube, wir sollten doch jetzt ein bisschen die Emotionen zurücknehmen. Und Regierungsrat Villiger ist doch Manns genug, dass er hier eine Lösung findet. Wir müssen doch da nicht in, Entschuldigung, fast erpresserischer Art und Weise den Drohfinger gegenüber dem EVZ erheben. Im Übrigen möchte ich noch sagen, die Stadt Zug hat auch eine gewisse Großzügigkeit gegenüber dem EVZ gezeigt in der Vergangenheit. Sie wissen, was dieses Stadion gekostet hat. Sie wissen, dass wir auch auf Miteinnahmen verzichten. Es ist also nicht so, dass jetzt der Kanton hier der Großzügige ist und der EVZ der Böse, sondern es gibt hier durchaus noch andere Partner, die auch noch mitspielen. Bedenken Sie das. Danke. Weitere Wortmeldungen? Dem ist nicht so, dann gebe ich dem Volkswirtschaftsdirektor das Wort. Geschätzte Frau Präsidentin, Damen und Herren des Rates, geschätzte Gäste, ich freue mich, dass die Schülerinnen und Schüler heute hier sind. Sie merken, wir beschäftigen uns hier mit sehr lebensnahen Themen, wo auch Sie mitreden könnten und auch davon betroffen sind, gehe ich davon aus, von den Bussen und Gratisbussen des EVZ. Sie haben aber heute Morgen auch gemerkt, dass man zuweilen länger darüber debattieren kann, wer nun ein Geschäft beraten darf. Das kann auch sein. Mich freut es, dass unsere Geschäfte so begehrt sind, dass sich da mehrere Kommissionen darum reißen. Gut, zur Sache. Ich freue mich, dass Sie diesen Pöck gut aufnehmen, der ja die Motion angeschoben hat. Und ich glaube, wir müssen den jetzt langsam wirklich ins Tor bringen, bevor die Saison vorbei ist. Ich kann Ihnen sagen, dass der Regierungsrat der Einhelligkeit auch der Detailanträge der Stabik und der Kommission hier nichts entgegenzusetzen hat. Wir sind mit diesen beiden Änderungen einverstanden. Im Übrigen entspricht ja die Vorlage der Motionsantwort, wo ja schon ziemlich genau vorgezeichnet worden ist, wie diese Regelung dann aussehen kann. Und damals haben Sie ja mit 46-9 Stimmen zugestimmt, auch im Wissen darum, dass es im Moment eine Unternehmung betrifft, im Wissen darum, dass man sich fragen kann, welches ist hier die Aufgabe des Staates. Aber ich glaube, der Daniel Stadlin hat es richtig gesagt, ob jetzt ein Kommerzieller oder nicht Kommerzieller, ob der jetzt Geschäfte macht mit seinem Business oder nicht, der übernimmt hier einen Teil der öffentlichen Sicherheit im weiteren Sinne, und das gelten wir damit ab. Aber also auch aus liberaler Sicht kann man dem zustimmen. Dann vielleicht noch zur Frage, die noch jetzt im Raum ist. Ich habe die CVP so verstanden, man will einfach wissen, im Hinblick auf die zweite Lesung, was ist nun Sache? Ist die Sache bereinigt? Und ich verstehe das, oder? Wenn wir dann sagen, okay, wir drücken jetzt ab, Schuss aufs Tor, dann will man wissen, hat man noch Störfeuer oder nicht? Und die Sache soll klar sein. Ich gehe davon aus, dass die Sache insofern klar ist, dass wir erstens den Fraktionschefs mitteilen haben können. Ich kann das hier wiederholen, dass die noch hängigen Beschwerden betreffend Polizeikosten, dass diese Sache erledigt ist. Und zweitens, dass immerhin der EVZ, das ist aber nur einer der Initianten, in Aussicht gestellt hat, die Initiative nicht einzureichen. Man kann sie nicht zurückziehen, sie wurde ja gar noch nicht eingereicht. Aber dazu, glaube ich, gerade dazu braucht es unsere heutige Zustimmung zur ersten Lesung. Offensichtlich am 3. Oktober tagt dieses Initiativkomitee, und dann werden wir das wissen. Ich wehre mich nicht dagegen, dass der Regierungsrat dann im Bericht dann das auch nochmal bestätigt. Ich glaube aber nicht, dass man dann mehr weiß, das öffentlich ohnehin schon bekannt ist. Also wir werden das aber relativ informell Ihnen schriftlich bekannt geben, ohne dass wir jetzt hier noch über Anträge abstimmen müssen, vor der zweiten Lesung, wie der Stand dieser Initiative ist aus unserer Sicht. Zweitens, ob Beschwerden oder sonstige Rechnungen, ob wir da im Reinen sind, immer unter Wahrung des Amtsgeheimnisses. Aber ich hoffe auch, dass wir dann wirklich sagen können, der EVZ schuldet uns per dato heute nichts mehr. Beschwerden sind keine hängig, das wäre auch meine Erwartung. Also wir werden Ihnen das zur richtigen Zeit schriftlich mitteilen können. Ich habe gesagt, mit den Detailanträgen, wie sie vorliegen, sind wir einverstanden, und ich danke Ihnen für die wohlwollende Aufnahme.
Nein, etwas habe ich noch vergessen zu sagen. Sie haben ja heute die Zeitung gelesen, das muss ich nicht wiederholen, oder werden es noch? Die Polizeikosten noch, die Frage, wie hoch die Stundenansätze sind. Da der Regierungsrat hat sich letzten Dienstag darüber unterhalten, hat beschlossen, die Ansätze zu reduzieren, nicht wegen des EVZ, sondern generell, weil wir erkannt haben, die sind zum Teil etwas hoch angesetzt, vor allem auch bei den Sicherheitsassistenten, auch gegenüber den Gemeinden. Der EVZ profitiert jetzt mit auch davon, aber es war hier wirklich keine Lex EVZ, sondern eine Abwägung, wie hoch sollen diese Kosten sein, die wir verrechnen, sowohl bei der Polizei als auch bei den Sicherheitsassistenten. Und das scheint auch auf guten Boden zu fallen, sowohl bei den Gemeinden als auch beim EVZ. Auch vor diesem Hintergrund erwarte ich, dass wir wirklich dann Mitte in der Saison diesen Pöck ins Tor gebracht haben. Besten Dank. Vielen Dank. So frage ich jetzt Kantonsrat Pfister an, sind Sie damit einverstanden? Die Regierung hat Ihnen eine Antwort gegeben, beziehungsweise ziehen Sie Ihren Antrag zurück? Ja, der Volkswirtschaftsdirektor hat uns versprochen, schriftlich vor der nächsten oder vor der zweiten Lesung Bericht zu erstatten. Das reicht uns, von dem her müssen wir nicht darüber abstimmen. Gut, vielen Dank. Dann ist Eintreten unbestritten und es folgt die Detailberatung. Wir nehmen die erste Lesung vor. Wir arbeiten mit dem Erlasstext. Das ist die Vorlage 2150.2. Ich rufe die Paragraphen mit den Absätzen und Buchstaben einzeln auf. Titel und Ingress. Dann Paragraph 1, das ist die Beitragsvoraussetzungen, Absatz 1, Buchstabe A, sind keine Wortmeldungen, Buchstabe B, die Kommission für den öffentlichen Verkehr beantragt, bei der Legaldefinition des Großanlasses eine Einschränkung zu machen für kommerzielle Veranstaltungen. Stavico schließt sich diesem Antrag an, ebenso die Regierung. Und es stellt niemand einen anderslautenden Antrag. Somit ist Paragraph 1 Absatz 1 Buchstabe A mit der Ergänzung betreffend kommerzielle Veranstaltung genehmigt. Das Buchstabe B, ja. Und dann kommen wir zu Buchstabe C. Hier Martin Pfister. Die CVP-Fraktion stellt den Antrag, den Satz unter Paragraph 1 Absatz 1 Buchstabe C neu zu formulieren. Das Gesuch um einen Beitrag geht mindestens 3 Monate vor Beginn der Großveranstaltung oder des ersten Anlasses desselben bei der zuständigen Direktion, nicht Volkswirtschaftsdirektion, ein. Ich verweise zur Begründung auf die Debatte über das Integrationsgesetz. Oder vielleicht zur Erklärung, weil nicht mehr alle die Erinnerung haben. Wir haben ja dort gesagt, dass wir davon Abstand nehmen wollen, die Direktionen direkt im Gesetz festzuschreiben und eben es dem Regierungsrat offen lassen, welche Direktion er die Geschäfte zuweist. Und hier wäre auch so eine Formulierung, die eben in die gleiche Regel passen würde, dass eben nicht die Volkswirtschaftsdirektion im Gesetz steht, sondern eben die zuständige Direktion. Das wäre Konsequenz aus dieser Diskussion, die wir das letzte Mal beim Integrationsgesetz geführt haben. Ja, haben wir verstanden. Ich frage Sie an, hat jemand etwas gegen diesen Änderungsantrag? Möchte die Regierung sprechen? Ja, nur kurz. Also es hört ja, dass wir dann die Freiheit erhalten, das selber zu tun. Aber ich meine, wir haben in der Gesetzgebung 2 Lösungen. Wir haben die zuständige Direktion offen gelassen und wir haben an ganz vielen Orten die Bezeichnung der Direktion. Wenn es sonnenklar ist, wurde bisher jeweils die Direktion bezeichnet. Das ist auch in diesem Fall der Fall.
Zweitens, wenn möglich, wenn es klar ist, wollen wir eigentlich direkte, kurze Wege, auch in der Gesetzgebung, oder? Und nicht wieder einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf bei uns dann provozieren, dass wir in der nächsten Fassung der Delegationsverordnung dann diese Aufgabe der VD zuweisen müssen. Also, wenn es klar ist, sind wir für die direkte Bezeichnung der Direktion. Da muss man vielleicht auch den Gesamtkontext sehen. Es geht hier nicht direkt, aber im weiteren Sinne um Busse, um ein öffentliches Verkehrsangebot. Im Gesetz über den öffentlichen Verkehr sind ganz klar die Aufgaben des Kantonsrates beschrieben, des Regierungsrates, der Volkswirtschaftsdirektion, des Amtes für öffentlichen Verkehr. Es gibt so eine Hierarchie, ganz schön adressiert. Und das stimmt jetzt eigentlich mit dieser Hierarchie überein, mit diesem Adressieren der Direktionen in diesem Bereich. Ich würde mich jetzt eher an das halten, an dieses Prinzip, und hier die Volkswirtschaftsdirektion drin belassen. Inhaltlich scheint ja das unbestritten zu sein. Deshalb halten wir an unserer Fassung fest. Vielen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen, somit stimmen wir ab. Ins erste Meer kommt, wie es hier steht, Volkswirtschaftsdirektion, und ins zweite Meer der Antrag die Regierung. Also ins erste Meer, wie es die Regierung vorschlägt, der Stimme jetzt, dass es der Volkswirtschaftsdirektion zugeteilt wird. Ins zweite Meer, die zuständige Direktion. Sie haben mit 20-52 sich entschlossen, die zuständige Direktion zu nennen. Wir fahren weiter mit dem Absatz 2. Keine Beiträge werden ausgerichtet an und dann A, B, C und dann 3 Extrakurse. Die Stavico beantragt einstimmig im Erlasstext nur die Leistung eines angemessenen Beitrages zu verankern hier. Die Regierung kann sich anschließen. Da gibt es keine Wortmeldungen. Gut so. Dann kommen wir zu Paragraph 2, Beitragshöhe. Und dann zu Paragraph 3, in Kraft treten. Es folgt eine zweite Lesung, schon im Oktober. Wir machen Kaffeepause, wir treffen uns hier wieder um 10 vor 10 Uhr.